Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Valheim. Und heute werden wir ausnahmsweise aber nicht da lang gehen, sondern hier lang. Ach ja, dann fangen wir doch mit ihm an. Ihr habt einige Namensvorschläge hingeschrieben und es gab, was wurde, Quaxi wurde vorgeschlagen von Daniel und Hapsi von Maria. Ich hab aber noch ein bisschen weiter gegrübelt und viel hin und her überlegt und mir Synonyme gesucht und so weiter. Und ich habe einen Namen gefunden, der eigentlich perfekt passt. Und der ist auch recht simpel. Halt, bleib mal stehen! Wir müssen dich doch noch taufen! Und zwar würde ich ihn eigentlich am liebsten ganz einfach Schmatzi nennen, oder? Das passt doch, Schmatzi! Weil der sieht auf jeden Fall so aus, als ob er immer ordentlich abspatzt. Sag mal, der ist ja übel unruhig. Was ist denn los? Dreht sich die ganze Zeit im Kreis und ist das hier, ist das für dich zu wenig Auslauf? Nein, du kannst nicht durchs Portal und ins Loch. Na gut, vielleicht muss er erstmal hier ein bisschen, ne, alles erschnüffeln und das ist ja auch alles neu für ihn. Also, vielleicht liegt es ja auch daran. So, jetzt bin ich doch nach unten gegangen. Dabei wollte ich eigentlich nach oben gehen, denn ich habe mir letztens eine Folge angesehen. Ich glaube, die gestern online kam. Und da waren wir im Speicher und da ist mir etwas ins Auge geflogen. Da dachte ich, nicht richtig. Erstmal uralte Rinde. Mhm. Dann haben wir hier Schwefelharzaugen. Und zwar hier. Yggdrasilharz haben wir hier oben. Tatsächlich. Eine komplette Fuhre, Alter. Das gibt's ja gar nicht. Weil wir haben doch da übelst den Mangel. Warum habe ich das denn mal zum Speicher gebracht? Wahrscheinlich, weil die ganze Reihe unten voll war. Und wir noch keine Nahrung daraus gemacht hatten, ne? Da hatten wir zu viel Harz. Das war, glaube ich, noch vor den Ashlands. Glaube ich. Kein Plan. So, hier haben wir nur normalen Honig. Ich wollte, ne, nochmal alles durchgehen. Dass hier nicht irgendwie Ressourcen sind. Oder hier zum Beispiel diese Pilze, diese guten. Aber nein, hier sind nur die billigen. Ja, hier ist nur das. Das und das so. Fleisch, ja, das ist vor allem Wolfsfleisch. Ja, da habe ich auch schon Monsterfleisch, ne? Das ist einerseits hier drin und andererseits hier. Ja gut, was soll's, ganz ehrlich. Beeren, Kotzebeeren natürlich. Himbeerenblaubeeren. Hier das antike Metall. Naja, gut. Die Knochen, ja, da glaube ich nicht, dass wir irgendwas brauchen. Da haben wir beide zu viel, beide Knochentypen. Zähne genauso, Nadeln brauchen wir auch nicht, Trollleder und Chitin. Alles klar, aber da, ne, das nehme ich mal sofort mit nach unten und da würde ich auch, natürlich könnte ich jetzt durchs Portal gehen, aber ich habe irgendwie, keine Ahnung, aus Gewohnheit will ich gerne hier runter sliden. Hui! Sehr gut und dann haben wir nämlich auch ordentlich Harz wieder auf Halde. Das können wir ja gut gebrauchen. Hier, Magie, rein damit. Zack! Und die komplette Reihe unten voll. Ja, ne? Hi, sehr gut. So, und ja, dann würde ich mal kurz nach unten gehen und gucken, was da so abgeht. Gut möglich, dass wir wieder Met nachschmeißen müssen. Fertig. Fertig. Jo. Völlig egal welche. Rein damit. Und dann bringe ich die mal nach oben. Ich habe außerdem überlegt, ich gehe noch mal kurz zur Stoffkiste. Da habe ich auch gesehen, dass jetzt ein Stack fehlte, ne? Weil wir den Sattel hergestellt haben. Deswegen schmeiße ich, glaube ich, eine letzte Fuhre doch noch mal an. Aber erstmal bringe ich den Met hier oben hin. Hier von 6. So. Und hier von 6. Zack. So. Hätten wir das. Ich sortiere die mal so. Und so. Ja, warum nicht? Ne? Und dann nochmal kurz unten Dingens nachgeworfen. Heißt das Zeug nochmal Flachs? So. Rein damit. Ja, 40, ne? Das ist eine komplette Fuhre. Die läuft dann hier durch. Und dann ist es auf jeden Fall auch wieder dann. Aber dass da auf jeden Fall die komplette Reihe unten voll ist bei uns im Lager, ne? So. Ja. Und damit haben wir so To-Dos, die ich mir aufgeschrieben habe, eigentlich schon abgehakt. Und eine letzte Sache, die ich mir aufgeschrieben habe. Schmatzi. Oh Mann, was ist denn mit ihm?
Wo will der denn hin? Will der hier irgendwie... Also hat der hier zum Beispiel eine Wegsuche und will hier oben oder unten hin? Weil er kann ja nicht nach unten, ne? Dass er dann... Ist er hier... Aber hier... Warum sollte er hier hin wollen? Oder da? Hm, kein Plan, was mit dem ist. Gut. Ja, dann feel free. So, und zwar, ich habe mir überlegt, wir haben ja dennoch immer noch einen Mangel an, wie heißt das, Zeugs, Geier-Egges, ne? Und wir haben ja schon festgestellt, dass die natürlich nicht unendlich respawnen, sondern dass es nur diese Nester gibt und die sind ja endlich. Aber es droppen ja auch welche von den Geiern selbst. Und da fiel mir ein, es gibt doch einen Ort, wo wir, also bei der Küste, bei diesem Küstengebiet, wo wir ganz, ganz am Anfang gewesen sind, da gab es richtig viele, wie heißt das, Geier in so zwischen Felsen. Und da dachte ich mir, bauen wir da doch einfach überall eine Konstruktion hin. Und zwar mit grausten oder schwarzem Marmor. Je nachdem, was wir schnell, was wir mehr haben, ne? Warte mal, oder ist eins von beiden schwerer? Ich guck, die müssten aber gleich schwer sein, ne? 100? 100, ja. Die wiegen gleich viel. Ich guck mal kurz im Speicher, was wir mehr haben. Ja, das sieht ziemlich gleich aus, aber wir haben die Grausten tatsächlich mehr, ne? Ja. Gut, dann nehmen wir Grausten. Und zwar nehme ich mir hier das alles mit. So. Und dann schleppen wir uns wieder runter. Ja, ich müsste eigentlich zum Portalraum, ne? Aber so oder so, ne, wir müssen uns hier erstmal vorbereiten. Das packe ich mal alles hier in die Garderobe rein erstmal. Damit wir es griffbereit haben. So. Dann holen wir uns Holz 20 raus. Einmal für eine normale Workbench und einmal für eine Dingens-Workbench. Dafür brauchen wir auch noch Stein 4, glaube ich. Für den Steinmetz, ne? Und zwei Eisenbarren. Hörderbett. So. Ich check noch... Oh, shit. Ich check noch mal, ob das richtig war. Ich glaube aber ja. Ja, ist es. 4 und 2 Eisen. Und das habe ich hier aus Versehen Trank getrunken. So. Gut. Und dann ist natürlich... Warte mal, der Hammer ist auch fast down. Da repariere ich den mal. Und wir brauchen eine neue... Dingens. Warte mal kurz, warte mal kurz, warte mal kurz. Ich gehe mal... Eben hier durchs Portal. Ja, ich gehe mal kurz zu Boss 7. Und schau mal hier. Hier waren doch ganz viele. Hier, ne? Hier sind wir doch auch hergekommen. Hier waren doch richtig viele von diesen Felsen. Und hier dachte ich, können wir das doch irgendwo bauen. Da geht's doch schon los. Da müssten wir sogar gar nicht ein extra Portal bauen. Das hatte ich eigentlich am Anfang gedacht. Aber müssen wir gar nicht. Energieschild. Ich will mal kurz gucken, wie ist denn, wenn ich hier zum Beispiel auf diesen Felsen gehe und hier würde ich sagen, machen wir den Anfang. Weil wir müssen natürlich auch so bauen, dass wir über die Felsen rüberkommen. Da sind schon die Geier. Ne, das hier zum Beispiel, von hier bis nach da, ist, glaube ich, eine Brücke, der, die unmöglich sein wird. Das heißt, wir müssten schon irgendwie hier anfangen. Aber das ginge, ne? Ja, hier ginge. Freund oder Feind? Hä, wo ist denn hier der Zwerg? Da! Oder Zwergin? Ein Zwerg. Moin! Ja, doch allerdings zum Bauen, ne? Merke ich gerade. Ist doch, glaube ich, ein Portal gar nicht so schlecht. Ja, ich hole mal ein Zwischenportal, das wir sozusagen nur zum Bauen benutzen und danach wieder abreißen können. Und dann bauen wir uns da mal Brücken, Schrägstrich Plattform. Das wird, glaube ich, viel Grausten kosten. Aber ich bin ganz ehrlich, wir haben so viel. Ne? Oh, und ich baller mir immer sämtliches Food. So. Und ab nach oben. Ja, hier versuche ich mal so vorbei. Sehr gut. Und hier hoch. Und hindurch. Wenn ich die Brücken, fällt mir gerade ein, allerdings aus Stein baue, muss ich sie ja mit Eisen verstärken, ne? Ich könnte sie mit Holz verstärken und da Stein drüber bauen. Aber wenn das Holz dann verbrennt, das ist ja immer noch in den Ashlands, würde der Stein ja einkrachen. Also muss ich mit Eisen bauen, ne? Das bedeutet, wir müssen uns auch noch eine Schmiede mitnehmen. Ich gucke mal kurz, was braucht er das? 4 Kohle, 6 Kupfer,
Nochmal 10 Holz und nochmal 4 Stein. So. 10. Dann 6 Kupfer. So. Und noch 4 Kohle, ne? So sei es. Dann ab nach unten. Kohle. 4 Stück. So. Und außerdem brauchen wir natürlich auch noch 2 Portale. Da würde ich wieder ein Portal einfach hier direkt vorbauen, ne? Das machen wir ja nur zum Bauen und reißen es danach wieder ab. Also 40 Edelholz. Dann 20 Augen. So. Dann hier 4 Surtlingskerne. Halt, die und einer. Dann 5 Portal. So. Baue ich mal hier so hin. Zack. Und das nenne ich mal bauen. Keine Ahnung. Völlig egal. Reißen wir sowieso wieder weg. Und dann ab nach oben. Und wir gehen nochmal dorthin. Ich nehme direkt ein bisschen Holz. Ja, ich nehme ein bisschen Holz mit. Also ein bisschen mehr, als wir brauchen. Ich nehme mal so einen Fuffi mit. Und pack einen wieder weg, damit es gerade bleibt. So. Und außerdem nehme ich ein wenig Eisen mit, so viel wie geht. Ne, nicht so viel wie geht. Ich nehme 10 mit. Nein! Dann nehme ich nur 8 mit. Weil ich wollte auch noch Grausten mitnehmen. Kann ich gar nicht, ne? Wir sind so schon fast überladen. Warte mal. Dann packe ich Holz doch wieder weg. So. Und davon nochmal. Dann haben wir 60. Das heißt, wir haben 20 zum Bauen. Warte mal. 30 zum Bauen. Ja, wir haben 30 zum Bauen. Weil wir bauen ja 3 Workbenches. Stimmt. So, und dann nehme ich hier nochmal 5 mit. Und eventuell noch ein bisschen Grousten. Aber da weiß ich nicht, wie viel wir mitnehmen können. Das war zu viel. Da nehme ich davon die Hälfte weg. Davon die Hälfte wieder hin. Davon die Hälfte weg. So, passt schon. 24. Gut. Ab nach oben. Und wie spät haben wir es eigentlich? Nachmittag. Ja, ein bisschen geht noch. Energieschild. Und hindurch. Hervorragend. Und dann gehen wir mal. Oh, ich dachte gerade, das Energieschild ist nicht mehr da. Ist es aber noch. Sehr gut. Da, zu dem, ne? Bis zu diesem Felsen da. Und von dort bauen wir dann die. Ach, weiß ich noch nicht, wie wir das machen. Ich gehe erstmal oben drauf. Verschaffe mir einen kleinen Überblick. Aber von der Distanz her sollte das, glaube ich, gehen. Da, ne? Wir können dann zum Beispiel von hier da drauf erstmal. Ja. Und von hier so. Hier rutscht man. Das ist sogar gar nicht schlecht, ne? Weil das bedeutet, dass wir hier nicht drauf können. Hier. Ja. Hier rutscht man auch, ne? Ja. Dann würde ich sagen, fangen wir hier doch mal an. Und zwar baue ich hier eine Workbench. Das ist ein bisschen nervig, ne? Das müssen wir sehr oft verschieben. Aber gut. Und so. Dann hier oben drauf. Ungefähr auf der Höhe, dass wir darüber kommen. Schwerer Bau. Nee, doch nicht. Hier ist der. Zack. Ungefähr so hoch. Und dann bauen wir mal. Also schon klar, ne? Wir haben jetzt sehr schnell kein Eisen mehr und müssen jetzt hin und wieder zurück und neues Eisen holen. Das kann auch sein, dass es sehr eisenlastig wird von den Kosten. Aber ich glaube, es wird sich dann. Ne? Also wir haben ja das Eisen auch über. Sind wir mal ehrlich. Oh, hier ist keine Schmiede. Und kein Eisen. Dann komm mal hier hoch. Da haben wir direkt einen Kollegen. Nimm deine Eggs. Na los. Ha. Ein Ei. Wir haben das Ding noch nicht mal angefangen zu bauen und wir haben schon ein Ei gesammelt. Sehr gut. So, dann mache ich mal hier schwerer Bau. Grousten. Können wir den nehmen, ne? Nee, der ist zu klein. Nehme ich mal den. Der kostet 4. Das ist eigentlich okay. Und ich wollte das so machen. Ja,
Mache ich auch. So. Obwohl, warte mal. Nee, wir machen das in der Mitte. Wir machen das mittig dran. Wir nehmen erstmal einen kleinen, machen den hier dran. So. Und dann nehmen wir den hier und machen den so mittig. Oder? Dann ist die Eisenstange immer unten, also mittig unten drunter. So. Ja. Das finde ich sehr gut. Ja, mit dem Grousten. Ist natürlich immer ärgerlich, ne? Wenn wir uns verbaut haben. Und das im Wasser landet, dann geht das unter und ist weg. Aber gut. Oh, so geht das ja. Hervorragend. Der pappt richtig an. So, kein Steinmetz mehr. Das heißt, hier müssen wir schon neue Sachen holen. Dann tue ich das mal. Erstmal den. Dann den. Und dann den hier. Hä? Ach so. Ja, hier, Federn, weg damit. Und dann baue ich mal die Dinger. Halt. Da kann auch einer in den Stein rein, ne? Ich mach mal hier hin. Oh, da ist ein Morgan. Aber ich glaube, wenn wir hier oben sind, sollte der uns ja nichts tun können, oder? Mach mal so. Und hier nochmal so einen rein. Da muss ich den nehmen, ne? So. Hm. Ja, das geht doch. Und außerdem brauchen wir hier noch die Schmiede. Herstellung. Schmiede, was fehlt denn? Ach, die Schmiede habe ich hier schon gebaut. Gut, ich habe nichts gesagt. Wir brauchen die Schmiede doch nicht. Dann mache ich hier mal das Portal. Mache ich mal so hin. Und das heißt bauen. So, und ich würde sagen, wir gehen mal kurz pennen. Weil es wird gerade dunkel. Und dann hole ich auch gleich Eisen. Dich muss ich killen, ne? Nice, der kommt hier einfach hoch. Hat er mich gerade... Oh, ich habe gar kein Energieschild. Das war aber gerade schön gefährlich gerade. Naja gut, ich gehe mal hindurch. So, da nehme ich mal direkt das Eisen raus. Warum habe ich so viel Holz über? Ach ja, genau, weil ich das zum Bauen brauche. Das schmeiße ich mal davor. Dann das hier schmeiße ich mal kurz hier hin. Weil da wird bestimmt gleich noch was dazu kommen. Dann will ich das hier jedes Mal direkt einsortieren. Ich nehme mal 30 mit. Ja, erstmal. Und schmeiß das davor. Und außerdem nehme ich... Ah ja, na genau. Wir können den ja nicht so weit werfen. Was soll's? Außerdem nehme ich mir hier so viel mit, wie es geht. Das ist zu viel. Mach ich mal so und... Obwohl, warte mal, ich mach mal so. Schmeiß es dahin, nehme das Eisen auf und dann so viel, bis wir überladen sind. Obwohl es eigentlich völlig egal ist, ne? Wir haben ja das Portal direkt bei unserer Baustelle. Also kann ich eigentlich auch überladen durchgehen nachher. Erstmal gehen wir pennen. Denn die Nachtmusik sollte jeden Moment losgehen. Schmatzi ist hier mittlerweile weg, ne? Ja. Ich habe ja auch echt ein bisschen Sorge, dass er irgendwie es schafft, sich hier rüber zu glitschen. Oder dass einer der anderen Haustiere ihn wegschubst, ne? Keine Ahnung. Wo ist er denn? Ich guck mal kurz. Hier ist er. Schmatzi. Natürlich bei Schnuffi. Alle sind hier oben. Flauschi ist auch hier. Plusti und Zapfi. Ist natürlich super cute. Gut, ich würde sagen, wir gehen mal ratzen, wa? Boah, leggedy leg. Kaum gucken wir dahin, wo unsere ganzen Viecher sind. Gut, ich würde sagen, gute Nacht. Guten Morgen. Und dann machen wir direkt weiter. Ab nach unten. Hui. Kann ich sogar durchs Lootloch, ne? Geht eigentlich noch schneller. Ja, egal. Ist eigentlich völlig Wayne. So, und wir sammeln. Wir nehmen das Holz mit. Das brauchen wir. Genauso wie das Eisen. Da. Und dann nehme ich mal den. Und wir tragen schon zu viel. Ja, komm. Dann nehme ich alles mit und schmeiße es einfach da irgendwo in sicher... Obwohl, da fällt es runter, ne? Ah, das kriegen wir schon hin. So. Wenn ich das zum Beispiel hier drauf schmeiß, sollte das ja, glaube ich, gehen, ne? Oh. Warte mal. Ich gehe ein Stück zurück. Ich will das lieber hier raufschmeißen. So. Puh. Und so. Und noch ein. Nein! Oh, Gott sei Dank. So, perfekt. Wir sind immer noch überladen. Nein! Okay, warte mal. Dann muss ich hier Barren auch noch loswerden. Da schmeiße ich mal die Hälfte hier hin. Gut. So. Und dann bauen wir hier weiter. Shit, hatte ich hier schon Eisen gebaut? Ich guck mal kurz. Ja, da sieht man's, ne? Unten in der Mitte.
Dann kann ich leider nicht auswählen, sondern muss den hier manuell auswählen. So sei es. Und dann muss ich mal kurz so. So ist richtig, ne? Ja. Das bauen wir erstmal weiter. So und so. Und ist der blau? Nein. Der sollte blau sein. Immer noch nicht. Der aber. Und da sind natürlich hässliche. Oh oh. Vor allem der Morgen, ne? Nee, doch nicht. Aber der Volture. Komm mal her hier. Richtig platt. Und tschüss. Ich überlege auch gerade, theoretisch könnten wir die Plattform ein bisschen breiter machen, ne? Oder ist das too much? Hätte ich sie doch zwei breit machen sollen? Also können wir ja immer noch, ne? Aber ich mache erstmal hiermit weiter. Und der kommt auch gleich, ne? Ja, das dachte ich mir. Ja, dann kommen wir hierher. Dann mache ich die hier platt. So, hier bin ich. Hier bin ich. Greif nicht meinen Shit an, bitte. Na, komm schon. Erstmal dich. Tschüss. Wer mit deinem Loot. Vor allem mit deinen Aegis. Und wo ist denn der Morgen? Hä? Ah, da. Hier bin ich. So, Zwergi, kannst du mir mal helfen? Sehr gut. Ich will dich natürlich nicht treffen. Ich baller ihn mal einfach in den Hintern. Wow! Energieschild. Naja, ich habe jetzt Angst, ihn zu treffen. Oh shit, schon wieder Energieschild down. Ja, diese Rolle, ne? Wenn die uns erstmal trifft, dann macht die doch schon ordentlich Damage. So. Ich trinke mal einen Trank. Damit das hier mal ein bisschen schneller geht. Wow, lauf wenig ins Feuer. Nicht schon wieder. Oh, Zwerg, verzieh dich da. Fühl dich, dass du stirbst. Ja, er ist tot. Na toll. Hm. Weichgewebe? Ich denke, die droppen mir kein Weichgewebe. Ja, damit. So. Loot. Und hier ist noch mehr Loot. Und Loot tut bekanntlich gut. Also her damit. Und ansonsten, ja, wir können jetzt erstmal weiterbauen. Also ich weiß ja nicht, ob wir ein Ei im Inventar haben. Haben wir nicht. Das heißt, falls er eins droppt, würden wir auch keins bekommen. Sag mal. Auf damit! So, der ist schon mal Geschichte. Und da können wir endlich weitermachen. So. Zack. Und zack. Und hier rein. Und dann würde ich sagen, gehen wir. Warte mal, hier kann ich sogar eine Treppe machen. Und das meine ich, ne? Weil wenn ich die jetzt hier umbringe und sie fallen hier runter. Da, ne? Und schon ist der Loot weg. Oh. Das hier weg. Ich mache die doch zwei breit, ne? Komm. Besser ist das. So. Machen wir wieder Standard. Hier so Auto. So. Wenn ich die so baue, hält es ja, ne? Sag mal. Noch nicht. Oder ich mache hier Ränder drumrum. Oh, das könnte dann aber teuer werden. Wobei wir ja aber eigentlich genug haben, ne? Genug Krausten. Eine Voraussetzung. Weiter damit. Und so. Und den mache ich auch bis zum Rand. Und hier sogar den auch noch. Da mache ich clean. So. Sehr gut.